Ja, hallo Leute, hier ist Jochen von der S21 BauTV mit einem kurzen Update vom Autotunnel Unterfahrung Gebhard Müllerplatz. Im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart baut die Deutsche Bahn hier die Verlängerung der Unterfahrung des Gebhard Müllerplatzes. Weil wir ja in Zukunft hier drüben, wo dieser Baukran steht, den Südausgang des Bahnhofs haben, möchte man hier eine verkehrsberuhigte Fläche schaffen. Und dazu wird diese da hinten, ihr könnt es ja vielleicht erkennen, die, wo ich Stuttgart auskenne, wissen es, die schon vorhandene Unterfahrung um ein paar Zentimeter verlängert. Und weil ja die Bahn hier ja auch schon zwei Bauabschnitte des Bahnhofs liegen hat und hier sowieso noch verpflichtet wäre, ein Stück dieser Unterfahrung wieder neu zu bauen, der Rampe, darf die Deutsche Bahn sich an den Kosten dieser Unterfahrung beteiligen. So einfach ist es. Ja, ich habe hier wieder jetzt das Handy am Start, ist ganz schlecht zum Zoomen. Aber die 4K-Kamera ist auch am Start. Müsst ihr halt auf das 4K-Video warten. Wird diesmal hoffentlich nicht so lang gehen wie beim letzten Mal. Blaulicht, was macht es? Es leuchtet blau. Ja, leider nur schwer zu erkennen. Ich gehe mal weiter und schau mal. Ja, da gerade mache ich das Maul zu. Jetzt doch noch unser Blaulichtkonzert. Viele Grüße an die Kollegen der Feuerwehr. Ja, Lieben, jetzt hier noch ein kurzer Blick über das Portal der Unterfahrung des Gebhard Müller Platzes. Ich hoffe, ihr habt alle mein Video von der Rückkehr der Dinosaurier gesehen, wie hier eben das Portal weggeknabbert wurde, archaisch, Stahl, Beton, zerbröselt, eine Freude, ich sag's euch. Ja, seitdem hat sich nicht viel geändert auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sehen wir, es gibt jetzt einen Baugrubenverbau. Passend dazu war ja auch das Bohrgerät am Start. Und dann wird man hier mit Sicherheit dann auch noch ein paar Meter in die Tiefe buddeln müssen. Und ja, hier halt eben die ankommende Tunnelröhre ist jetzt nicht so spektakulär, quadratisch praktisch gut. Dann können wir noch kurz rüberblicken zum Entrauchungsbauwerk, das jetzt ein Gerüst vorne dran hat. Und mehr gibt es dann auch gar nicht zu sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.